Gehen Sie bitte um die Ecke. Es wird hier scharf geschossen. Ja, ich weiß. Ja, gehen Sie aber bitte hier hinter die Ecke. Pistolen in den Hof oder andere Waffen. Nehmen Sie die Hände hoch und kommen Sie einzeln heraus. Dann passiert Ihnen nichts. Radikales Begehren als Unterfangen, das Sicht- und Dunkelfeld global zu erweitern und zu kartografieren. Performance als körperliche, künstlerische, soziale oder terroristische Grenzerfahrung in Ausbeutungs- und Unterdrückungsstrukturen, in ihren Repräsentationen, Skulpturalisierungen, Fortschreibungen, Distributionen und Auslöschungen. Vor dem schier unbeeinflussbaren System die Konsequenz individuellen Scheiterns im Ausnahmezustand. Der Band oszilliert in das Spannungsverhältnis Form und Gewalt. Verdichtete Verkörperung als Form und Verformung, ihr gewaltsames Aufbrechen, Verrätseln, Dekodieren und Zerstören. Performance und künstlerische Verfahren, die sich spiegeln in Alltagspraktiken, in exzeptionelle Gewalt, Krieg, Flucht, ausgerichtet an Gruppierungen, Rebellion, Ordnungsdefinitionen und Besitzdenken. Ausgangsszene dieser lyrischen Recherche ist der mexikanische Immigrant als Autositzskulptur getarnt, um illegal in die USA einzureisen. Die Grenzbeamten sehen Gelächter ausbrechen, als sie ihn entdecken. Aber wer lacht hier auf wessen Kosten? Hier ist die Performance kein Spiel, aus dem man jederzeit aussteigen kann, sondern Einstieg in neuerliche Auswegslosigkeit. Es handelt sich um den Ausgangspunkt von Revolte entlang willkürlicher Grenzregime. Revolte, die in Gewalt und Zerstörung kippt, in Ermüdung und Resignation oder in sadistisch Befreiendes und Entfesselung. Seine analytischen Ansätze verdeutlicht Larson in 4 Kapiteln an Andreas Bader, Ian Curtis, dem Taliban-Anführer Mohammed Omar sowie dem Dichter und Andy Warhol-Mitstreiter John John. Andreas Bader als schillernder, durch Godard und Marlon Brando-Filme geschulter Prototyp einer radikalisierten Existenz als ikonische Medienfigur und revolutionäre Männlichkeitskonstruktion. Das Info, die radikale Prosa der Stammheimbriefe, das verrohte und zugleich theatrale dieser RAF-Sprache. Stammheim als idealer Raum, als Theaterbühne. Theoriebildung in der Isolation, getrennt vom Leben draußen. Die Zelle als White Cube, die Körper der Gefangenen als ikonische Skulpturen. In der Zelle die Fortführung des bewaffneten Kampfes, die Weltrevolution ein Phantasma, gegen Moby Dick, gegen das postfaschistische System. Die Kompromisslosigkeit einer Verblendung, die auch eine performative Kraft ausstrahlt. Phantombilder als Theaterplakate. Andreas Bader, der sich den Decknamen Ahab gibt, der in seiner Rolle bis zum Äußersten geht, seinen Suizid als Hinrichtung inszeniert. Bader
At least he's in a better place, you know? Better than being on this earth. Shit. This place ain't nothing you want to be with. Ain't nothing fun out here. Everything out here ain't nothing but pain, misery, sadness. I mean, I can't even stand to look on these streets. Und weiter. Ian Curtis, Embodiment in Epilepsie. Die Einsamkeit der einzigartigen Form, so Larson. Die Revolte des rohen Klangs. Sie durchspielen, immer und immer wieder. Die Performance, die Müdigkeit, den Klangbrei, der sich langsam formt und verhärtet. Der Körper erstarrt, kommt zurück, wächst, verliert sich ins Repetitive, bricht aus in den Grand Mal. Die Live-Performance als Dokumentation, als radikale Arbeit an der Skulptur, an der Ikonifizierung, bis jemand aus dem Publikum Heil Hitler ruft. Die Form des Textes, des Songs, der Performance, des menschlichen Körpers, der gegen äußerliche und innerliche Gewalt ankämpft. Utopisches Potenzial durch synthetischen Sound. Wie kann Radikalität alles umschließen, alle mitreißen und um welchen Preis? Und weiter. Ein Gedicht über die Taliban, über das Kraftfeld ihrer Machtübernahme, über ihr Bilderverbotssystem. Larson zitiert Mohammed Omar, der die Zerstörung der Buddha-Statuen im Bamiyal-Tal anordnete. Das menschliche Scheinbild der Skulptur im Widerschein der Sonne. Auch der Mensch als Skulptur gedacht. Hier die verehrte Skulptur, eine gleich weggesprengte Buddha-Statue. Dort die geschundene Kreatur, kurz vor dem Hungertod. Was wiegt mehr? Auf welchen Gehaltslisten stehen die Repräsentanten der Konservatoren-Nation mit ihren Eigeninteressen? Der Zerfall der Monumente mit ihren nachgezeichneten Gesichtszügen als Prozess, als Symbolwechsel, als erodierender Zeichensatz. Mohammed Omars argumentativer Trick. Wie könnt ihr euch um den Erhalt von Statuen sorgen, während hier Tausende den Hungertod sterben? I feel bad for these people. You know, a lot of these people have just lost their minds being out here. They talk to themselves. I mean, most of them are probably schizophrenic or something. No help out here. Just because they got hit upside the head maybe one too many times. Und weiter. Was passiert, wenn der Beat-Poet John Giorno nach 6 Stunden aus Andy Warhols Stummfilm Sleep erwacht, als überlebender Mythos? Und wenn ein Gespräch unter Überlebenden ansetzt? Das, was vom Schlaf der Literatur übrig bleibt. Das voyeuristisch Abgefilmte, Missbrauchte. Die Frage, was zählt? The Golden Age of Poetry oder World of Warcraft? Oder die Leichen in Afghanistan, die geplünderten Museen in Bagdad und Kabul? Oder das zweite Leben, der gesichtslose Dialog, wenn ein Schauspieler-Dichter aus Andy Warhols Sleep erwacht? John Giorno's Skulpturalisierung in Sleep. Die weichen, erstarrten Gesichtszüge, der atmende Brustkorb, An- und Abwesenheit. Die Übergriffigkeit der Kamera, der schlafende Schauspielerdichter dokumentarisch ins Fenster gestellt. Das Verhältnis zwischen genetischem Geschöpf und Skulptur, der eigene Körper, seine Versehrtheit, Vulnerabilität, Wehrlosigkeit im Schlaf. Der eigene Körper, der am Ende verloren geht. Der geborstene Körper, die gesprengten Buddha-Statuen. Andreas Bader, der sich erschießt. Ian Curtis, der sich erhängt. Der Immigrantensohn John Giorno, der in Warhols Factory erwacht und weiter Gedichte schreibt.
Auch hier die fließenden Übergänge, wo Larsons collagenartiger Text ein- und ausrastet. Je oder gleitend, mal sich Zeit nimmt, variiert, mal den Flow verdichtet, Fahrt aufnimmt und alles verschiebt. Dokumentarische Praxis des Sichtbarmachens, Weglassens, des Ein- und Ausblendens. Ein harter und sprunghafter Mix aus Collage, Dokumentation, lyrischen Abschweifungen und offengelegter Recherche mit Quellenangaben. Interviewpassagen, die in Loops zerlegt, die Aussagen des Interviewten ins Leere führen. Larsons lyrisches Diskursroulette nachzuvollziehen, fällt nicht leicht. Seine Positionierungen zu Terrorismus, zu Gewalt und Zerstörung von Kunstwerken entziehen sich den üblichen Eindeutigkeiten, stellen sich gegen das Bündnis der Kritiker, so Larson. Seine Lyrik ist selbst performativ, Cut-Up-Traktat in all ihrer sich selbst zerstückelnden Komplexität, die sehr hohen Rekonstruktionsaufwand abverlangt. In gegen und für den Ausnahmezustand zugleich. Sich vom System befreien, über das eigene Ego, über den eigenen Körper hinaus. So das Kalkül. Ihr habt einen harten Weg schon hinter euch. Wir haben ein bisschen Wasser und Kaffee und Tee da, wenn ihr möchtet. Könnt ihr einfach auf den Platz kommen und euch stärken für eure traurige Aufgabe.